Guten Abend, herzlich willkommen bei Arte. Sie werden sich vielleicht fragen, wieso ich in einem solchen 50er-Jahre-Lieferwagen hier vorfahre im Théâtre des Champs-Élysées für Donizettis Don Pasquale. Sie werden es gleich verstehen in der Inszenierung von Denis Podalydès in den Kostümen von Christian Lacroix. Kommen Sie mit. Wir sind im Théâtre des Champs-Élysées in Paris, nicht weit vom Eiffelturm entfernt. Dieses Theater wurde 1913 eingeweiht und im gleichen Jahr noch erlebte es den Riesenskandal der Uraufführung des Sacre du Printemps von Stravinsky. Heute haben wir etwas anderes auf dem Programm, die Opera Buffa Don Pasquale von Gaetano Donizetti. Der Don Pasquale wird heute Abend gesungen vom großen italienischen Bariton Alessandro Corbelli. Die Sänger sind ausschließlich Italiener heute Abend. Wir haben also einen riesengroßen Don Pasquale. Dazu kommt die Norina, das ist eigentlich eine Doppelrolle, heute gesungen von Desiree Rancatore. Ihr Liebhaber, Ernesto, gesungen von Francesco De Muro, ist eine Tenorrolle, eine tolle Stimme, Sie werden es heute Abend hören. Und schließlich Dr. Malatesta, das ist der teuflische Strippenzieher hinter der gesamten Geschichte. Er wird alles Mögliche einleiten, was dann hier den Don Pasquale in Schwierigkeiten bringen wird. Eine schöne Stimme, warm mit metallischen Reizen von Gabriele Viviani. Zur Handlung. Don Pasquale ist schon etwas älter, er möchte sich verheiraten, um seinen Neffen Ernesto zu enterben. Der hat sich nämlich verliebt in die mittellose Witwe Norina. Sein Arzt, Malatesta, ist auch der Vertraute von Ernesto und der überlegt sich nun einen teuflischen Plan. Er präsentiert Norina, Don Pasquale. Er sagt, es sei eine züchtige junge Frau, die direkt aus dem Kloster käme. Don Pasquale verliebt sich sofort in sie. Ernesto wird informiert über den Plan und er nimmt teil an dieser fingierten Trauung. Wir sehen uns dann gleich bei der Pause mit dem Regisseur Denis Podalydès. Es spielt das Orchestre National de France unter Enrique Mazzola. Jetzt geht der Vorhang gleich auf. Wir sehen uns gleich wieder. Thank you.
Io son tradito. Io son tradito, man hat mich verraten. Mit diesem Quartett endet der zweite Akt des Don Pasquale von Donizetti. Ich bin mir sicher, Ihnen hat das genauso gefallen wie uns hier im Théâtre des Champs-Élysées. Ich stehe jetzt auf der Bühne. Die Bühnenarbeiter bereiten das Dekor für den dritten Akt vor. Aber bevor wir nun sehen, wie es weitergeht mit diesem Don Pasquale, werden wir den Regisseur Denis Podalydès treffen. Er wird uns sagen, wie er diese Oper sieht. Und er wird Ihnen auch ein wenig zeigen, wie diese Kulissen hier aussehen in dieser wunderschönen Produktion. Und raten Sie, wo wir dieses Interview geführt haben? Im Lieferwagen auf der Bühne. Wir sehen uns in weniger als 5 Minuten zum dritten Akt. Neben mir sitzt Denis Podalydès, der Regisseur dieser Inszenierung des Don Pasquale. Guten Abend. Guten Abend. Wir sind am Ende des zweiten Akts beim Quartett Io son tradito, der Augenblick, in dem Don Pasquale den Verrat erkennt. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Denis Podalydès, wer ist Don Pasquale? Don Pasquale ist für mich ein reicher Mann in einer armen Umgebung. Ein Lampenverkäufer inmitten von Jahrmarkthändlern. Ich habe das bewusst so gestaltet, weil ich keinen reichen Mann in einem prunkvollen Haus zeigen wollte, der vielleicht unsympathisch gewirkt hätte. Mich hat diese Figur schon beim ersten Lesen des Librettos sehr berührt. Obwohl er sehr hart zu seinem Neffen ist, nahm ich ihn sehr ernst mit seinem Wunschtraum, noch einmal zu heiraten und diese junge Frau für sich zu gewinnen. In diesen kleinen Wagen will er Norina holen und sie heiraten. Wir hatten uns überlegt, wenn wir diesen Wagen vorne öffnen, wirkt das wie eine Gerüstbühne bei der Comédie dell'Arte. Wie übertragen Sie diese Theatersprache auf die Opernbühne, noch dazu zu dieser Musik? Ich habe bei der Arbeit mit den Sängern und auf dieser Bühne festgestellt, dass mich die Szenerie ohnehin an eine Gerüstbühne erinnert. Das ergab sich von Natur aus so. Wir fanden ganz selbstverständlich zu diesen Vorbildern der Commedia dell'arte, ohne das explizit geplant zu haben. Nach all den vielen italienischen Komödien findet man automatisch die Spuren von Goldoni und der Commedia dell'arte wieder. Diese Komödie mit ihren ehrlichen Typen und den stark gezeichneten Charakteren. Leg deinen Kopf hier hin, dann kann man dich gut sehen, ihn aber auch noch. Den Pierrot der Commedia dell'arte gibt Ernesto. Er ist der Einzige, der gar nichts tut. Er lässt das Leben an sich vorbeiziehen. Er ist verliebt und bekommt am Ende sogar eine Leibrente, als ob einem im Leben alles in den Schoß fiele. Heißt das, man soll lieber die Hände in den Schoß legen? Die Moral dieser kleinen Szenen ist immer doppeldeutig. Sie sind einerseits sehr naiv und andererseits ironisch überzeichnet. Die Moral für Don Pasquale ist eher traurig. Letztendlich heißt es hier, du bist zu alt, um noch auf eine junge Liebe zu hoffen. Denn das ist es letztendlich, was er zu hören bekommt. Du bist getäuscht worden. Der junge Ernesto, ebenfalls eine sehr sympathische Figur, ist tatsächlich sehr passiv. Außer vielleicht, was die Melancholie betrifft. Er hat mich als Figur sehr berührt. Er tut nichts, aber er besingt die Traurigkeit. Bei welcher Szene blühen denn bei Ihnen die Emotionen besonders auf? Ich würde sagen, der zweite Akt, weil da die ganze Situation aufbricht. Da zeigen die Figuren ihre ganze Energie. Jeder schöpft seine Möglichkeiten aus. Malatesta scheint in seiner Hinterlist wie ein Zuschauer dem Spektakel beizuwohnen, das er selbst inszeniert hat. Don Pasquale ist zu diesem Zeitpunkt fest überzeugt, dass ihn Norina liebt, dass sie ihn heiraten wird. Er lüftet ihren Schleier und in diesem Moment ist er ganz von der Liebe bezaubert. Man hat hier das Gefühl, dass sowohl Donizetti als auch der Librettist, aber auch die Sänger und Darsteller ihr Äußerstes geben und versuchen, bis ans Limit zu gehen. In Don Pasquales Fall könnte das schlicht und ergreifend der Tod sein. Aber Komödien sind ja umso schöner, wenn sie auch tragische Momente enthalten. Momente, in denen man spürt, dass ein anderes Genre die gleiche Geschichte hätte erzählen können. Wir sind kurz vor dem Ende. Gleich kommt der dritte Akt, der eine Art Sonderstellung einnimmt, weil Don Pasquale, wie wir gesehen haben, am Ende des zweiten Aktes den Betrug erkennt. Im dritten Akt sieht man, was mit dem Paar nach der Hochzeit passiert. Es kracht gewaltig. In diesem dritten Akt halten böse Intrigen Einzug in das Stück.
das sonst im Übrigen musikalisch sehr üppig ist. Es ist wirklich bösartig. Der arme Pasquale wird sich davon wohl nicht mehr erholen. Vielen Dank, Denis Podalides. Ja, wir haben Don Pasquale am Ende des zweiten Aktes alleingelassen, in dem Moment, wo der Arme, der hier hervorragend gesungen und gespielt wird von Alessandro Corbelli, versteht, dass er hereingelegt wurde. Die züchtige Sophronia ist eben nicht das junge Mädchen, das gerade aus dem Kloster kommt, sondern ein despotischer Besen und dabei hochkomisch. Grausam aber auch. Und von dieser Grausamkeit sprach ja Denis Podalides eben. Jetzt sind alle an ihren Plätzen für den Beginn des dritten Aktes. Don Pasquale weiß, dass er verraten wurde. Jetzt braucht er einen Ausweg. Er muss aus dieser schrecklichen Ehe herauskommen. Alles kippt, als eine Ohrfeige zeigt, dass das nun zu viel ist, dass so viel Grausamkeit wirklich tödlich sein kann für Don Pasquale. Die Ohrfeige wird natürlich dann kommentiert von Ernesto in einer der großen Arien dieser Oper, dieser wunderbaren Serenade, die er unter dem Balkon von Norina singt. Wer weiß genau, dass sein Onkel Don Pasquale ihm zuhört. Und daraufhin wird dieser die Scheidung fordern. Jetzt ändert sich alles. Die Kostüme von Christian Lacroix bekommen Farbe in diesem Szenenbild. Norina bringt das ganze Haus in Unordnung. Die Domestiken rennen in alle Richtungen. Der arme Don Pasquale kann nichts mehr machen. Er ist immer mehr unfähig, irgendetwas zu tun. Es spielt weiterhin das Orchestre National de France unter der Leitung von Enrique Mazzola und es singt der Chor von Radio France. Wir sehen uns am Ende dieser Woche. Ja, auch diese grausame Farce musste natürlich gut enden. Sie hören hier den begeisterten Applaus im Théâtre des Champs-Élysées hier in Paris. Eine wunderbare Produktion des Don Pasquale von Gaetano Donizetti. Denis Podalides hat das auf die Bühne gebracht. Die Kostüme waren von Christian Lacroix. Die Sänger waren alle Italiener. Gabriele Viviani, der Dottore Malatesta, ein böser, auch ein hinterhältiger, diabolischer Charakter in dieser burlesken Farce. Ein sehr beweglicher Bass, sehr autoritär, gleichzeitig aber eine runde Stimme. Ja, und hier der junge Tenor aus Sardinien, Franceschino De Muro. Er hat den Ernesto gespielt und gesungen. Er, der junge Liebhaber, der sich nicht so richtig traut, der immer ein bisschen Angst hat, Francesco De Muro. Ja, auch er bekommt einen herzlichen Applaus. Und hier kommt die Norina. Desiree Rancatore, ein Name, den man sich merken sollte. Auch sie erhält hier wirklich allerherzlichsten Applaus. Und zwar zu Recht, denn sie ist keine leichtgewichtige Zerbinetta. Sie hat eine konzentrierte Stimme. Desiree Rancatore, brava.
Desiree Rancatore hat hier eine schwierige Rolle zu spielen und sie ist berührt angesichts dieser Reaktion. Und jetzt kommt er, der große Alessandro Corbelli, der große Don Pasquale heute Abend. Unvergleichlich, immer noch mit dem Abdruck der Ohrfeige auf der Wange, dem Moment, wo diese Farce umkippt. Ein großer Abend für ihn hier im Pyjama. Inzwischen geht es ihm natürlich besser. Das Ende dieses Stückes ist ja nicht ganz so schwarz. Und der Notar, den sehen Sie rechts, Richard Tron. Bravo, bravo, bravo. Le chef. Der Dirigent des Abends, er leitete das Orchestre National de France, Enrique Mazzola. Die Brille sehr passend zum Anzug und insbesondere auch zum Kleid der Norina. Ein tolles Ensemble, eine schöne Produktion, die wir heute Abend hier gesehen haben. Ja, damit sind wir am Ende. Wir hören hier noch den Applaus im Théâtre des Champs-Élysées nach diesem großen Abend. Wenn Sie das verlängern wollen, dann können Sie das tun, und zwar im Internet bei arte.tv, bei Arte Plus 7 und auf Arte Live Web. Heute Abend haben Sie auch den Chor von Radio France gehört und gesehen. Die sind jetzt auch noch auf der Bühne. Das war's von uns. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf dem Arte-Programm und ich sage Ihnen bis bald.